Er unterstütze daher das Abkommen. Die nächste Rednerin ist die Außenpolitik-Sprecherin der Grünen, Tanja Windbüchler-Suschil. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Neuseeland ist ja nicht nur reich an Schätzen, sowie landwirtschaftlichen Schätzen und kulturellen Schätzen. Es ist in erster Linie auch reich an einer Kultur, die wir entweder selber kennenlernen können oder auch nur durch den Hörensagen kennen, nämlich die Kultur der Maori. Und das hat mein Kollege gerade vollkommen vergessen zu sagen, nämlich auch das, was wir lernen können aus Neuseeland und aus neuseeländischer Politik, ist ja tatsächlich, dass Minderheitenrechte und eine Selbstbestimmung Einzug halten kann in ein demokratisches System und es auch wunderbar funktioniert. Partnerschaftsabkommen sind ja per se nichts Schlechtes, vor allem wenn es auf Augenhöhe passiert. Dennoch ist eins zu sagen, wieder bei diesem Punkt und so wie bei allen anderen Partnerschaftsabkommen, dass der Fokus auf die Bekämpfung von Migration und Einwanderung einfach extrem stark herrscht. Und das haben wir jetzt nicht nur mit Neuseeland, ja, sondern auch mit allen anderen Partnerschaftsabkommen. Und wir müssen uns da schon überlegen, was das auch eigentlich bedeutet. Einerseits wirtschaftliche Beziehungen, aber ja, dann, ja, wenn irgendwas nicht funktioniert, sollten dann irgendwie Rückkehrabkommen auch funktionieren. Wenn die Außenpolitik nur mehr diesen Fokus hat, haben wir alle miteinander ein großes Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Neuseeland hat aber auch, und daraus können wir auch tatsächlich lernen, den Klimawandel als Asylgrund und als Bleiberechtsgrund installiert und das seit 2014. Das heißt, alle Auswirkungen des Klimawandels, sei es die Erhöhung des Meeresspiegels, sei es Dürren, sei es Überschwemmungen, sei es einfach diese Klimakatastrophen, die wir einfach tagtäglich spüren, sind Gründe dafür, warum Neuseeland ein Bleiberecht vergibt. Und wenn wir Partnerschaftsabkommen auch schließen, finde ich auch, dass wir auf der Gegenseite, auch von Österreichs Seite, auch sich genau anschauen sollte, was wir auch daraus lernen können und was wir auch von den Ländern wie Neuseeland tatsächlich lernen können. Der Klimawandel ist zu verhindern. Dafür gibt es den Weltklimavertrag, aber dafür braucht es auch genaue Maßnahmen. Und solange diese Maßnahmen nicht tatsächlich greifen, wird es Klimaflüchtlinge geben. Und diese Klimaflüchtlinge dürfen wir auch nicht außen vor lassen. Und deshalb müssen wir auch aus Neuseeland lernen. Danke. Partnerschaftsabkommen sollten auf Augenhöhe sein, betont Tanja Windbüchler-Suschil, Außenpolitik-Sprecherin der Grünen.